Ganz herzlichen Dank ans Team der ETH-Bibliothek und für die Einladung an diesem 17:15 Uhr-Kolloquium. Wir freuen uns, dass wir in den virtuellen Hallen der ETH unsere Forschung vorstellen dürfen. Und es sei vielleicht schon jetzt so viel verraten, dass wir derzeit auch im Gespräch sind mit der ETH-Leitung. Und unsere Idee ist, dass diese Forschungsprojekte, die wir hier aufbauen, dass wir die gemeinsam auch mit der ETH weiterentwickeln wollen. Von daher nutzen wir diesen Austausch auch sehr gerne hier. Und wir freuen uns dann auf die Diskussion. Wir wurden schon vorgestellt. Vielen Dank. Ich leite die Fachrichtung, wurde gesagt, im Departement Design. Ich leite auch die Forschungsgruppe, die ist aber noch jung. Also wir forschen eigentlich seit 5 oder 6 Jahren professionell und systematisch. Und diesen Aufbau habe ich gemeinsam gemacht mit Jonas Christen, der heute mein Co-Referent ist. Unsere Wurzeln sind die wissenschaftliche Illustration. Die hat eine lange Geschichte in Zürich. Das wäre eigentlich ein eigenes 17:15 Uhr-Kolloquium wert. 70 Jahre Bildkompetenz. Dazu aber nur so viel, hier ein Blick auf die virtuellen Diplomausstellungen. Wir bilden im Prinzip die Spezialistinnen für visuelle Wissensvermittlung aus. Und wer mehr dazu wissen möchte, ist herzlich eingeladen, diese Diplomausstellung zu besuchen oder überhaupt unsere Weblinks oder auch am Infotag an der Diplomausstellung uns zu besuchen. Oder ein schönes Format ist der Science Lounge, wo wir auch Gäste aus Science-Wissenschaften einladen, um den Diskurs zwischen Science und Design zu fördern. Wissenschaftliche Illustration, wissenschaftliche Bilder, Visualisierungen, Modelle, Filme, interaktive und immersive Medien sind ganz zentrale Elemente der Wissensvermittlung. In diesem Sinne leisten wir auch eine wichtige Übersetzungsarbeit im Feld der Wissenschaftskommunikation. Und besonders wichtig ist diese Übersetzerfunktion für solch abstrakte und komplexe Themen wie eben die Klimakommunikation. Und damit sind wir jetzt schon mitten im Thema. Sie sehen hier ein Bildpaar, das sehr schön illustriert. Links Science-Bilder aus der Zukunftssimulation des Modratsch-Gletschers aus der Disziplin der Glaziologen. Und rechts ein Einblick in die We Are Glacier Experience. Das ist das zweite Gletscher-VW-Projekt, auf das Jonas Christen dann noch einführlicher eingehen wird. Ein zentrales Kriterium und auch einen Anspruch, den wir haben an unsere Arbeit, das ist die Relevanz, Bedeutsamkeit. Und die steigt jetzt gleich ziemlich oben ein. Klimapolitik, Klimakommunikation sind eine enorme Herausforderung, das wissen Sie. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen auch die Geschichte. Wir haben ein Riesenproblem. Nach 26 Weltklimakonferenzen von der COP1 bis COP26, nach 6 IPCC-Sachstandsberichten, nach x Umwelt- und Biodiversitätsgipfeln, muss man sich zu Recht fragen, wie viel die Politik erreicht hat. Ein Zeitungsartikel aus dem Guardian Ende Februar, das war 4 Tage nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, da hat IPCC den neuesten Bericht veröffentlicht. The Guardian nennt das die bisher düsterste Warnung vor den Auswirkungen des Klimazusammenbruchs. Die Folgen sind bereits jetzt gravierend, und zwar für einen großen Teil der Erdbevölkerung. Und das Zeitfenster hier Gegensteuer zu geben, das schließt sich. Wir haben nach Schätzungen noch etwa 10 Jahre Zeit für den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und den Umbau der Industrie oder auch den Umbau, die Veränderung unseres Verhaltens. Und trotz der Zuspitzung dieser Krise gibt es auch noch das. Das Wasser steht uns wortwörtlich zum Halse, aber es gibt Klimaskepsis. Das bildet sich auch politisch ab. Sie wissen alle Bescheid. Vom abgestürzten Vorschlag der CO2-Reduktion wäre eine weitere Chance gewesen, um den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit voranzubringen. Die Bedeutung dieses Wandels, den wir angehen müssen, bringt Sven Plöger sehr anschaulich und eindrücklich auf den Punkt. Er ist ein renommierter deutscher Meteorologe und Autor. Er sagt, wir brauchen eigentlich jedes Jahr eine Bremse wie die Corona-Krise, was die CO2-Reduktion betrifft. Und zwar Jahr um Jahr bis 2050. Hier die Literaturempfehlung ist ein Buch, das auch versucht, mit Optimismus, vielleicht sogar Humor, an das große Problem heranzugehen, sehr lesenswert. Oder für Interessierte empfehle ich auch Marcel Henke, Null Öl
null Gas, null Kohle. Er ist ein Wissenschaftsjournalist, ein Experte auf dem Gebiet Klimapolitik und ist auch der Vater der Gletscherinitiative. Er hat ein Newsletter wöchentlich, der die neuesten News in den Medien zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen publiziert, auch auf der Seite der Gletscherinitiative. Doch nun, wir stellen uns die Frage, wie gelingt denn gute Klimakommunikation? Denn wenn diese gelingt, so können wir wertvolle Jahre gewinnen. Vieles wurde bisher versucht, vieles richtig gemacht, einiges auch falsch. Und so haben auch wir, Sie haben es bestimmt bemerkt, auch wir haben Sie soeben ein Stück weit mit Fakten erschlagen. Es sind also neue Wege gefragt. Und dazu möchte ich drei Empfehlungen ins Spiel bringen. Die stammen von Maren Urner, eine Professorin für Medienpsychologie, sind vom ProClimeFlash, von der Schweizerischen Akademie für Naturwissenschaften. Sie sagt, Klimakommunikation ist primär ein Kampf gegen die Gleichgültigkeit und gegen das Verdrängen. Denn nur wenn Emotionen im Spiel sind, kommen wir raus aus dieser Ist-mir-egal-Haltung. Also Fakten alleine, das reicht nicht. Wir müssen Geschichten erzählen, Storys, die berühren. Dann Nähe, Betroffenheit dank Nähe. Räumliche, zeitliche, menschliche Nähe sind wichtig. Sie schaffen Betroffenheit. Und wenn diese drei Nähefaktoren erfüllt sind, dann wechselt unser Gehirn vom Passiv in den Handlungsmodus. Wir werden angesprochen und aktiviert. Und ganz wichtig, nicht bei der Problembeschreibung aufhören, sondern aufzeigen, welche Lösungen im Raum stehen. Zum Beispiel, wie eine lebenswerte Zukunft denn aussehen könnte. Diese Statements von Maren Urner, gerne der Hinweis darauf, dass sie nach Zürich kommt. Es wird im September, 14. und 15. September in Zürich, die K3-Konferenz, der Kongress zur Klimakommunikation, stattfinden. Bei uns im Toni-Areal mit über 400 Teilnehmenden. Es gilt dieser Kongress als europaweit größte Veranstaltung zum Thema Klimakommunikation. Wir werden dort auch mit dabei sein. Und mit dieser Forderung nach Lösungen sind wir auch bei unserer Story oder unserer Lösung. Ich nenne es vielleicht besser mal ein Best Practice. Hier startet nämlich unser Forschungs- und Kommunikationsprojekt, die Expedition 2 Grad, gefördert von SNF Agora. Eine Virtual Reality Experience entführt die Teilnehmenden auf eine Reise durch Raum und Zeit rund um den großen Aletschgletscher. Sie erleben die Auswirkungen der Temperaturzunahme auf interaktive und emotionale Weise. Die Basis für unser Projekt bilden die Fakten in Form von wissenschaftlichen Daten. Ganz wesentlich war hier die Kooperation mit der Universität Fribourg und auch mit Kollegen der UZH und ETH. Dazu auch gleich drei Folien von meinem Kollegen Andreas Linzbauer, Uni Freiburg. Er kann heute nicht dabei sein, aber er zeigt mit diesen Bildern deutlich, der Klimawandel ist an vielen Orten sichtbar. Wir kennen nicht nur steigende Meeresspiegel, Dürren, Extremereignisse, Waldbrände, sondern gerade bei uns in der Schweiz sind die Gletscher ein wichtiger Indikator. Und die Gletscher, die ziehen sich zurück, wie hier gezeigt, am Triftgletscher und verändern die Bergwelt nachhaltig. Der Klimawandel ist auch messbar. Der durchschnittliche Temperaturanstieg in der Schweiz seit Messbeginn 1864 beträgt 2 Grad. Das ist in etwa das Doppelte im Vergleich zum globalen Temperaturanstieg. Und die Ursache sind ganz klar die anthropogenen Emissionen. Die Temperatur steigt kontinuierlich an und wir wissen, es ist ein menschgemachtes Problem. Die Erwärmung lässt sich eindrücklich am Volumen der Schweizer Gletscher ablesen, das kontinuierlich abnimmt mit einem Verlust von 2% pro Jahr und einem summierten Verlust von minus 30% in den letzten 20 Jahren. Das hat Auswirkungen über die Gegenwart hinaus und da arbeiten unsere Kollegen der Glaziologie mit Szenarien, Modellen, Prognosen und schauen in die Zukunft. Beim Aletschgletscher beispielsweise spielt es eine entscheidende Rolle, ob wir es schaffen, einen günstigen Klimaentwicklungspfad einzuschlagen. Der Vergleich der beiden Szenarien unten rechts für das Jahr 2100, der spricht für sich. Das sind so etwa die Daten und die Modelle, die die Wissenschaft produziert, die wir auch erhalten für unsere Arbeit. Sie sehen daneben einen kurzen Auszug aus der VR Experience.
die den Simulation des Rückgangs des Gletschers zeigt. Und ich denke, Sie realisieren sofort, wo Ihre Augen hinwandern. Die 360-Grad-Animation, Interaktion hat natürlich eine sehr viel größere Attraktivität, schafft Bezug und Betroffenheit. Hier Bilder vom Eröffnungsanlass. 2019 hatten wir die Vernissage im Nationalpark. Und das Projekt war auch konzipiert mit Vor- und Nachbereitung. Es richtete sich vor allem an Schulklassen. Es gab Seminare im Anschluss an, und es gab auch eine Erhebung mit den Schulkindern. Auf drei Punkte möchte ich kurz noch eingehen, was diese Expedition ausmacht. Hier ein paar Auszüge aus der Experience. Die Immersion mit realistischem Bergpanorama und animiertem Gletscherschrumpfen im Zeitraffer, die ist tatsächlich atemberaubend und im wortwörtlichen Sinne bewegend, emotional bewegend. Sie spüren das, wenn der Gletscher unter ihren Füßen verschwindet. Es gibt ein ansprechendes Storytelling, das schafft diese Nähe und Verbundenheit. Und da hilft uns dieser sympathische Protagonist, der John Tyndall. Er gilt als Entdecker des Treibhauseffektes. Und Tyndall führt uns durch die Expedition 100 Jahre zurück, 80 Jahre in die Zukunft und wird so zum Weggefährten und wir zu seinem Verbündeten. Und natürlich ist Design, Gestaltung wichtig, die Qualität und Gestaltung von Bild und Visualisierung. Das ist dann unsere Kompetenz von Knowledge Visualization. Das Projekt wurde im Nationalpark gezeigt und dann im World Nature Forum. Das sehen Sie hier, ein paar Auszüge, Besuch von Schulklassen. Und wir hatten auch das Glück, dass am Vernissagentag das SRF kam. Und ich möchte kurz einen Einblick in die Tagesschau geben. Das kann man jetzt in einer Ausstellung im Nationalparkzentrum von Zernetz erleben. Forscher der Uni Freiburg und der Zürcher Hochschule der Künste haben eine entsprechende virtuelle Welt geschaffen. Dario Müller und Simona Caminada berichten. Mit sogenannten VR, Virtual Reality Brillen, tauchen die Schüler der Accademia in Gerdina direkt in die Aletsch-Region ein, erleben so konkret, was es heißt, wenn um sie herum der Gletscher schmilzt. Mal erleben sie die Zeit zu Beginn der Industrialisierung, dann sehen sie den Gletscher mit den Augen ihrer Großeltern. Wir sind nun im Jahr 1970 angekommen. Und wie er künftig aussehen wird für die nächste Generation. Ein Erlebnis, das zum Nachdenken anregt. Es war sehr eindrücklich, diese ganzen Bilder zu sehen und die auf sich wirken zu lassen. Es sind nämlich Bilder, die man sich sonst so im Kopf nicht wirklich vorstellen kann. Gedanken macht man sich sicher, wenn man gesehen hat, wie sonst der Gletscher wegschmilzt. Und die Lösungen sind hier, man weiß, was man tun sollte und deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir jetzt handeln. Damit mache ich weiter und handle. Noch der Hinweis, wir haben dann im 2020 auch den Bundespreis Ecodesign gewonnen für die Kategorie Konzept. Das ist die höchste staatliche Auszeichnung für ökologisches Design in Deutschland. Und wir hatten eine gute Sichtbarkeit bis hin zum Bundesrat, gab es Feedback und einen Auftritt am Digitaltag Hauptbahnhof Zürich, wo wir sogar den Herrn Bundesrat Maurer persönlich mit der Virtual Reality beglücken konnten. Dann gab es internationale Auftritte an der Biennale in Venedig. Und was mich besonders freut, im November waren wir auch an der COP. Und zwar konnten wir beide VR-Experience am Kryosphärenpavillon der COP26 mit Standort in Genf zeigen, als offiziellen Schweizer Beitrag. Und das freut uns enorm, dass wir an dieser prominenten Stelle auch am Science Policy Interface mitwirken können, also den Diskurs mit Wissenschaft und Politik ganz direkt unterstützen können. Im Moment stehen einige Module der Expedition 2 Grad im neu eröffneten ZKSD. Ich denke, Sie kennen das neue Center, Zurich Knowledge Center for Sustainable Development der vier Zürcher Hochschulen. Wer uns besuchen möchte, soll uns Bescheid geben. Also wir tun dort gerne die Installation auch vorführen. Vielleicht gibt es Gruppen, die sich dafür interessieren, da können sie sich bei uns melden. Und damit komme ich jetzt zum Ausblick auf den zweiten Teil aus der Expedition 2 Grad. Aufgrund dieses Projektes ist dann Nachfrage gekommen und wir konnten ein Folgeprojekt machen, das noch größer ist als die Expedition für die Bündner Kantonalbank Graubünden zum 150-Jahr-Jubiläum.
Dazu wird dann Jonas Christen mehr berichten. Ich möchte abschließen mit einem Dankeschön an Sie als Zuhörer, Zuhörerinnen und Engagierte, hoffe ich, in dem Thema und ans Team. Und vielleicht da noch der Hinweis, wir hatten tatsächlich ein hochgradig interdisziplinäres Team aus 4 bis 5 Hochschulen zu Glaziologie, Design, Geologie, Geografie, Umweltpsychologie und auch Vermittlung, also Ausstellungskuration und Didaktik. Und das hat sich bewährt und ich denke, das macht auch die Qualität des Projektes aus, dass es in ganz vielen Bereichen eigentlich Bedürfnisse und Erwartungen abdeckt. Ja, das war es von meiner Seite. Dann freue ich mich auf Fragen und Diskussion und übergebe jetzt den Screen an Jonas Christen. Gerne, danke schön. Moment. Ich sehe keinen grünen Rahmen, aber ich glaube, es funktioniert, oder? Sehr sichtbar. Gut. Also, wie gesagt, ist dann aus dem Interesse oder unserem Auftritten der Expedition 2 Grad das nächste Projekt entstanden und wir konnten im Jahr 2019 die erste Exkursion machen, um gemeinsam mit dem Experten Felix Keller uns den Gletscher live anzuschauen und die Themen damit auch ein bisschen zu spüren oder zu sehen, wie das in echt eben aussieht. Die Experience sollte in einem alten oder in der Talstation ein altes Restaurant eingerichtet werden. Die Bahn wird jährlich von etwa 20.000 Leuten benutzt und oder 20.000 einzelnen Personen und gibt somit eine gute Möglichkeit, um auch wirklich eine breite Bevölkerung zu erreichen. Das wird umgebaut zu einem Besucherzentrum und so sah es dann ein gutes Jahr später aus, als die ganze Installation fertig aufgebaut war. Es ist ein bisschen weit weg. Es dauert doch ungefähr 4 Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, bis man da ist. Also von daher werde ich kurz durchgehen und zeigen, wie die Ausstellung aussieht, weil man nicht einfach schnell mal rübergehen kann. Das Ganze sollte aus einem Guss wirken und so haben wir dann auch einen Teil der Szenografie übernommen und geschaut, dass unsere Virtual Reality Experience eben auch sich gut einfügt und nahtlos so in diese Umgebung reinpasst, wo auch eben andere Themen noch angesprochen werden, vom Schneehuhn, Thema des Nationalparks oder dieses More to Life Projekt, wo ich nachher gerade noch das mehr dazu sagen werde. Die Szenografie war dann auch wichtig, um eben diesen Übergang vom virtuellen Raum oder vom echten Raum in den virtuellen Raum zu gestalten. Das war uns sehr wichtig, dass man nicht einfach die Brille aufzieht und dann in einer völlig anderen Welt ist, sondern das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass so ein besserer Übergang, ein nahtloser Übergang, das fördert, die Immersion fördert und somit auch die emotionale Verbindung zu den Themen, die wir ja vor allem erreichen werden und erreichen wollen. Und so haben wir mit diesem Element einer Theaterkulisse gespielt, die sich dann eben auflöst oder die einen den Übergang erleichtert in die einzelnen Teil-Experiences. Und diese Teile bestehen aus 4 Grundthemen. Also es gibt ein Intro, man wird ein bisschen in die Story eingeführt und nachher haben wir ein multilineares Storytelling. Das heißt, die BenutzerInnen dürfen dann auswählen, welche dieser 4 Themen sie überhaupt anschauen wollen. Und spätestens nachdem man alle 4 gesehen hat, geht man mit dem Outro wieder, wird man wieder verabschiedet und kommt wieder in die echte Welt zurück. Auch diese Personalisierung der Inhalte ein Stück weit, also dass man doch eine Möglichkeit gibt, gewisse Entscheidungen selber zu treffen. Es ist kein Game, es ist auch nicht eine sehr interaktive Experience. Da gibt es nämlich dann wieder mehr Probleme. Man muss den Leuten zuerst wieder lange erklären, Tutorials machen etc. Das wollten wir nicht, sondern man sollte sich die Brille aufziehen können und sofort loslegen. Aber trotzdem gibt es gewisse Punkte der Interaktion und so ist eben diese Themenwahl zum Beispiel eine Möglichkeit, um
ganz einfach die Leute auch etwas selber ihre Erfahrung gestalten zu lassen. Wir haben dann mit zwei professionellen Schauspielern gearbeitet. In der Geschichte sind sie ein Geschwisterpaar. Er ist Angestellter der Bergbahn und sie ist Wissenschaftlerin, die nicht mehr im Engadin wohnt. Und so bringen sie auch unterschiedliche Perspektiven auf das Thema und können so den BesucherInnen besser vermitteln, welche Aspekte das interessant sind. Einerseits für Leute, die da im Tal wohnen und andererseits aber auch für Leute von außerhalb. Wir haben ebenso dazu einen Humangeografen noch, der gibt uns Inputs für die Geschichte. Die Verbindung von den Climate Change Communication Konzepten, was ja wiederum eine eigene Wissenschaft ist schon, und unseren Inhalten war uns wichtig. Also man sollte sich eben direkt angesprochen fühlen und trotzdem wollen wir aber dieses theoretische Wissen auch nutzen und könnten zeigen können, wie das in der Praxis angewandt werden kann, um möglichst direkt und nahe zu den Leuten zu gehen. Auch trotz der guten Planung und Storyboarding etc. Ist aber auch hier dann doch so rausgekommen, dass wir am Schluss einen kurzen Teil nochmal aufnehmen mussten, weil auch eben trotz guter Planung kann es passieren, dass gewisse Teile nicht klar sind und da haben wir auch wieder Erfahrungen gesammelt in diesem Projekt. Ich werde nun die einzelnen vier Kapitel alle kurz aufzeigen und wir haben bewusst für jedes dieser vier Kapitel nur eine ganz kurze Take-Home-Message, die wir vermitteln wollen. Also es ist in dem Sinne nicht eine didaktische Experience, als dass man jetzt viele Daten sich merken soll. Das ist auch nicht möglich in dieser Zeit und in diesem Rahmen und mit so einem breiten und diversen Publikum. Zum Beispiel eben geht es hier in der Geschichte darum, dass man mit dem Andri, dem Protagonisten, die Schneehühner gehen sucht, die eben jedes Jahr ein bisschen höher leben müssen und diese Untersuchung oder diese Auswirkung auch des Klimawandels auf die Alpen wollten wir hier vermitteln. Da eine kleine Nebenbemerkung, es ist uns da entgegengekommen, dass es im zweiten Lockdown im Winter 2021 nochmal ein bisschen die Möglichkeit gab, für uns an gewissen Details zu arbeiten, mit denen wir nicht 100% zufrieden waren. Also hier die Schließung ist uns kurz noch entgegengekommen. Aber vor allem wichtig jetzt eben die Take-Home-Message aus diesem Kapitel ist, dass die Schneehühner ihr Verhalten an die steigenden Temperaturen in den Alpen anpassen müssen. Von der Interaktion her haben wir bei dem Kapitel darauf geachtet, dass die Leute sich drehen müssen, weil das ist unsere Erfahrung in Virtual Reality. Viele Leute sind sich nicht gewohnt an das Medium und schauen eigentlich nur geradeaus, sodass wir sie fast zwingen müssen, eben auch zu merken, dass man auch überall rumschauen kann und so die Immersion erhöhen können. Das zweite Kapitel, in dem Andri präsentiert, ist das Kapitel Mortal Life. Hier geht es darum, dass allenfalls mit so Schneeseilen eine schützende Schicht Schnee auf den Gletscher gelegt werden kann. Vielleicht haben die einen von Ihnen schon davon gehört. Eben der zuständige Wissenschaftler Felix Keller ist sehr präsent in den Medien und spricht viel über dieses Projekt. In der Wissenschaft und auch bei uns in der Gruppe ist das Projekt ein Stück weit umstritten oder die Auswirkungen, die Möglichkeiten, die es gibt, sind umstritten. Und so mussten wir lange arbeiten, bis wir eine Story hatten, die für alle Beteiligten vertretbar war, mit denen alle zufrieden waren. Schlussendlich ist dann die Message, dass das Projekt Mortal Life helfen kann, die Eismassen des Mortaratsch-Gletschers zu erhalten. Also es wird nicht den Gletscher als solches retten, so wie wir ihn heute kennen, aber man kann eine Eismasse erhalten, um zum Beispiel die Wasserversorgung auch in Zukunft eher sicherzustellen. Das nächste Kapitel ist das Kapitel Zukunft. Hier geht es darum, und wir schauen jetzt hier nicht aus der Benutzerperspektive in Virtual Reality, sondern wir schauen aus der Observer-Perspektive quasi im Programm drin und sehen diese Wasserwand. Und da geht es darum zu erklären, wie viel Wasser in diesem Gletscher gespeichert ist. Hier eine andere Animation von uns, die wir als Test einfach gemacht haben, um zu zeigen, wie eben der Gletscher geschrumpft ist seit Beginn der Messungen, ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts, bis heute.
Und die Zukunft wurde dann nachher eben auch noch berechnet, und zwar mit verschiedenen Szenarien, also mit Klimaschutz und ohne Klimaschutz, um eben auch das sichtbar zu machen und erlebbar zu machen. Und auch hier können die Leute sich noch gewisse Szenarien auswählen und hoffentlich dann eben diese Message nach Hause nehmen, dass Wasser eine knappe Ressource sein wird in den Alpen, ganz besonders ohne eine drastische Reduktion des globalen CO2-Ausstoßes. Das letzte Kapitel ist dann noch etwas allgemeiner Wasser. Hier gibt es ein kleines Spiel, um die Leute auch bei Laune zu halten, aber wirklich ganz einfach. Man muss auswählen nach gewissen Kriterien, welche Materialien mehr oder weniger Wasser beinhalten, und sieht dann wie eine veränderte Darstellung der Umwelt und merkt hoffentlich, dass Wasser ein verborgener Teil unserer gesamten Umgebung ist, also dass Wasser nicht nur im Gletscher drin steckt und in den Pflanzen, sondern auch im Gestein drin, bis zu einem gewissen Teil im Himmel, und dieser ganze Kreislauf ein bisschen besser sichtbar gemacht wird. Ich möchte nur noch etwas von der Story wegkommen und noch gewisse technische Aspekte aufzeigen, die sicher auch für einige interessant sein können, wenn es darum geht, eben wie Storytelling oder wie eben auch andere Experiences in diesen neuen Medien gestaltet werden können. Eines ist zum Beispiel die Fotogrammetrie. Wir sind also da hochgegangen und haben mehrere tausend Fotos gemacht von diesen Schauplätzen. Und das funktioniert so, dass man mit der Kamera aus dem gleichen Blickpunkt, aber zum Beispiel um sich herum oder eben dann auch um das Objekt herum viele Fotos macht und diese dann mit einem speziellen Programm berechnen lässt, wie die Landschaft aussieht. Das gibt dann eine relativ hoch aufgelöste Landschaft, und die müssen wir dann wieder runterrechnen, weil eben hoch aufgelöst mit diesen Virtual Reality Devices, die ja auf einem mobilen Prozessor, also quasi wie auf einem Handy von der Stärke her laufen, die dann eben doch wieder da abgespielt werden können. Und so kommen wir von diesem Netz zu einer Umgebung, die ungefähr so aussehen soll wie in echt. Man sieht auch gewisse Limitierungen, zum Beispiel die Pflanzen, die kommen eben nicht so gut mit, weil die mit diesem Verfahren, mit dieser Fotogrammetrie ja nicht so gut aufgenommen werden können. Nachher gibt es noch das Licht drauf, damit es Licht und Schatten, mehr Realismus ergibt. Und so kommen wir dann hier zu unserem 3D-Modell. Wir haben auch vom Gletscher Aufnahmen machen wollen, haben sogar die Bewilligung erhalten, um mit der Drohne da zu fliegen. Und das gab zwar super schöne Aufnahmen, aber leider waren wir zu hoch. Ich bin ja selber auch kein Drohnenpilot, kein Professioneller. Und so haben wir das Flugpattern ein bisschen schief gesetzt und haben am Schluss einen Gletscher erhalten, der zwar für von Weitem gut ausgesehen hat, aber für die Nähe nicht tauglich war. Und so mussten wir noch nach einem anderen Weg suchen, wie wir diesen Gletscher, das 3D-Modell eben auch ersetzen konnten. Dann ein weiteres wichtiges Thema ist dieses sogenannte volumetrische Video, was wir hier zum ersten Mal für uns jetzt eingesetzt haben. Und zwar ist ja das so, dass man in diesem virtuellen, in der Brille drin den virtuellen Raum sieht, und man möchte eben nicht diese flachen Charaktere immer vor sich haben, sondern das Gefühl haben, dass auch jemand aufgenommen wurde und sich im Raum mit einem selber befindet. Die Idee ist eigentlich nicht neu, aber es ist relativ neu, dass man das so mit wenig Ressourcen oder vergleichsweise wenig Ressourcen und in einem kleinen Team machen kann. Bis vor kurzem war das nur in so professionellen Studios möglich, die natürlich nicht für uns erschwinglich sind. Und dank eben neuer Technologie ist das aber auch einfacher möglich, und wir konnten so die Schauspieler bei uns aufnehmen. Bei uns im Studio an der ZHDK. Aber auch hier, es war ein sehr intensiver Tag. Wir wussten lange nicht, das war nach dem ersten Lockdown, ob wir überhaupt aufnehmen können. Aber zum Glück hat es dann gerade noch gereicht. Man bekommt dann solche Daten als Ausgabe. Das ist einerseits der Film oben und unten ist das die 3D-Version davon, die dann sagt, wie tief im Raum dass der Film dargestellt wird, und diese Verbindung ergibt dann die 3D-Personen. Ich kann das ein Stück weit zeigen in diesem 360 Grad, in dieser Vorschau,
Aber das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man die Brille aufhat, weil eben dieser Stereoeffekt fehlt. Aber trotzdem, es gibt ein bisschen einen Eindruck davon, auch halt um zu zeigen, wie sich diese Umgebungen anschauen lassen in virtueller Realität. Das ist ein kurzer Teaser-Trailer, der auf die Experience aufmerksam machen soll und einem Lust geben soll, das vor Ort live anzuschauen. Genau, und das ist ja auch ein Forschungsprojekt, ist bei uns in der Forschung verortet. Das heißt, wir mussten auch gewisse Teile noch neu entwickeln, mussten schauen, was wir für uns neu erforschen können. Einerseits sind das Interaktionskonzepte. Es ist andererseits zum Beispiel die Handinteraktion, die bei der Expedition 2 Grad noch nicht inbegriffen war. Und dann eben diese Verbindung von den virtuellen Umgebungen mit 3D-Modellen, die das Ganze lebendiger machen sollen. Das sind so unsere Hauptforschungsaspekte, die wir hier testen konnten. Diesmal war es dann noch ein größeres Team, noch mehr Leute hier als auf den Endslides des letzten Projektes. Eben, es tönt dann manchmal, als würde irgendwie ich dieses Ding alleine schaukeln, aber das ist natürlich nicht so. Da sind ein Haufen Leute mit dabei. Und schlussendlich hätten wir gesagt, wir hätten eigentlich noch mehr Leute gebraucht. Wir sind sehr an die Grenzen gekommen von der Größe des Projekts, was wir in einer Forschungsgruppe stemmen können. Vielleicht wäre ein weiter einfach Projektmanager gut gewesen oder ein Drohnenpilot oder jemand, der die Kamera noch bedient und da professionell ist. Wir gehen jedes Mal ein Stückchen weiter. Wir haben schon Leute, die den Ton extra machen. Man merkt sofort den Qualitätssprung in jedem dieser Aspekte, wo man halt Profis aus den jeweiligen Bereichen hinzuzieht. Aber es gibt da immer noch Luft nach oben natürlich. Schlussendlich wurde dann die Ausstellung eröffnet. Es war auch lange nicht sicher, wie das stattfinden kann. Ursprünglich war geplant, dass 150 VIPs in eine Gondel gesteckt werden sollten und nachher zusammen Mittagessen. Das hat sich dann schnell gezeigt, dass das nicht möglich war. Das war im Sommer 2020. Wir waren also froh, dass es überhaupt möglich war, die Ausstellung zu eröffnen. Wir wussten auch nicht, ob Leute bereit sein würden, sich ein VR-Headset vor den Kopf zu schnallen, ob das aus hygienisch-technischen Gründen Bedenken hervorrufen würde. Aber das hat bis jetzt sehr gut geklappt und die Ausstellung ist noch offen bis im Jahr bis Ende 2023 mindestens. Wer also im Engadin ist, soll sich diesen Umweg noch machen in die Talstation der Diavolezabahn und vielleicht dann auch auf den Berg hoch, um das zu vergleichen oder eben das Original sich anzuschauen, das halt immer noch ein bisschen schöner ist als unsere Rekreation. Ja, und schlussendlich ging es um diese These, dass wir jetzt vom Wissen zum Handeln kommen wollen. Die Experience sind da und die Untersuchungen, wie gut das wirklich funktioniert, die stehen ein Stück weit noch aus. Das wäre auch eines unserer weiteren Ziele, dann eben gemeinsam mit Experten aus anderen Bereichen zu schauen, inwiefern wir da wirklich auf dem rechten Weg sind oder ob wir einfach das Gefühl haben, dass wir es richtig machen. So viel also zu dem zweiten Projekt. Ich bedanke mich auch schon bereits für die Aufmerksamkeit und freue mich auf den weiteren Austausch.